Heidiho und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy 8. Im letzten Part sind wir ja da stehen geblieben und den letzten Part haben wir Cypher gesehen, der den Präsidenten teilweise entführt hat und nachher mit der Hexe Dea, die was wir noch später auch noch gut kennenlernen werden, mitgegangen ist und nachher, ja, sind wir auf da gelandet. So. Unsere Hauptaufgabe ist jetzt, dass wir flüchten. Wegen dem Geld, Anja Soldat, braucht es nicht Schiss haben. Ich bin Swatz. Ich habe eine Info. Der Bahnhof Dimmer wird für eine Weile gesperrt. Was machen wir jetzt? Nur mit der Ruhe. Bis jetzt wurden noch keine vollkommenen Sperrungen eingeleitet. Erst nachdem der Zug nach Garden Ost abgefahren ist. Wir müssen diesen Zug nehmen. Renoir fährt auch mit, oder? Das tue ich. Was ist mit dir, Watz? Keine Sorge, ich sammle weiterhin Infos. Ich komme bald wieder. Mach's gut. Axel, pass auf Renoir auf. Sicher, ist eben mein Job. Keine Sorge, es ist unser Job. Viel Glück. Bis dann. So, jetzt machen wir das. Und wenn wir jetzt da weitergehen, wenn es heute noch geht. Renoir, Axel, ich bin's. Ton. Ihr nehmt den Zug nach Garden Ost? Wie wollt ihr denn die Fahrkarten bekommen? Stimmt eigentlich. Wir werden das schon irgendwie schaffen. Macht keinen Aufstand hier. Ich habe hier etwas für euch. Tada! Hier habt ihr eure Fahrkarten. Hier, bitte. Drei für euch sieht's. Hier, Chef. Und die letzte ist für mich. Oder? Nein, sie ist für dich. Das kann ich nicht annehmen. Das war doch deine Fahrkarte. Aua, mein Magen. Wieder mal. Aua, geht jetzt. Der Zug fährt gleich. Danke. Ton, wir sehen uns ganz bestimmt wieder. Du musst überleben. Und wir werden dann zusammen die Unabhängigkeit feiern. Klar, mach dir keine Gedanken. Ich werde mich irgendwo verstecken. Geh jetzt. Also sollte man das jetzt bei meinem Mikrofon Techno gehört haben, sorry. Egal, es ist legal. So. Was haben die zwei zu sagen? Halt. Diese Brücke klappt auf, sobald dann zukommt. Ja, ja. Okay. Dieser Zug fährt über Garden Ost nach Dollet. Es ist der letzte Zug. Steigen Sie bitte schnell ein. Der letzte Zug nach Dollet. Einsteigen. Nochmal zur Sicherheit. Den Garten. Ja, ja, komm. Wir können natürlich später auch noch Timber zurück. Der Grund dafür ist, sobald man mit dem Zug draußen ist und ist nämlich Timber unabhängig und noch ein. Kann man sowas wieder erreichen. Aber das erkläre ich eigentlich nur später. Weil es da noch einen Kartenregeltrick auch gibt, so wie ein Balamp. Und den zeige ich noch später. Der Zug von Dimmer nach Garden Ost fährt in Kürze ab.
Wird schon. Aufmachen, aufmachen, aufmachen. Werden. Aufmachen. Aufmachen. Ich sag am besten nichts. Gute Idee. Die Tür wird entriegelt. Hehe, bis später. Wir sind bald da. Bleib mir einfach hier. Muss auch Sturz sorgen. Ah, der sagt aber nix. Du wolltest doch was sagen. Nun ja, Volvo nicht. Das ist jetzt eigentlich gleich, was es nimmst. Irgendwie hat es ja geklappt. Das haben wir Don zu verdanken. Wir müssen uns irgendwann bedanken. Don mag unständige Magazine. Werde ich mir merken. Ja, das war das, der Zeitschrift, die was wir im Dämmer, also in den komischen Gebäude da gefunden haben und ja. Was? Ist irgendwas? Nö. Ja. Okay. Na super. Dann gehen wir mal weiter. So, komm. Zur Stutzung. Ich liebe Züge. Ja, klar. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie es weitergeht. Lieber in Ruhe lassen. Hätte man das andere genommen, war halt leider gestanden, dass er sich schuldig fühlt wegen dem, was er beim Ding gesagt hat, also bei dem komischen Presidente und ja. So, natürlich hätte ich jetzt am Mittwochenkind noch, nach Dollet, aber das haben wir jetzt noch gespart. So. Obwohl, das kann ich jetzt eigentlich jetzt eh schon jetzt sagen. So. Weil das mit den Wolken machen wir erst im nächsten Part. So. Für den Fall, dass ich den Trick, Thomas ungewohnt angewendet hab's im Balance-Sektor, könntest du da den Namen machen. Jetzt muss ich ganz kurz nachschauen. Selten. So. Dility Wünschelrute, okay. Hat irgendwer Karte? Ah, da. Ja, das fragt sich bestimmt, wie sie jetzt gerade auf die Karte geht. Das ist einfach deswegen. Weil man sich ja da das A-Funktion einsetzen kann, wie in dem Balamp-Sektor. Also die, was für die, was aufgepasst haben. So. Jetzt haben wir die. Oh. So. Tun wir das auch so. Weil es müsste. Genau, die kommen. Also, mit den kleinen Viecher kann man das natürlich auch machen. Und nicht mit den komischen Fische da bei dem Strand. So. Ja, das war ein bisschen zu stark. Ja, das kann auch passieren, aber ja. Jedenfalls, wir jetzt an der Stelle durch noch einen kleinen Cut machen. Der Grund auf
darf ich es einfach, ich muss noch etwas vorbereiten. Wer Osquin ist mit den AP-Sachen, hört es einmal Osquin machen, sprich bei den meisten das soll es fertig machen. Die meisten haben es eh. Und ja. Ich habe eigentlich schon gezeigt, wie es geht. Also man braucht eigentlich die Monster in Karten verwandeln, man bekommt meine keine Erfahrungspunkte, sondern AP-Punkte für die GF und ja, so geht es schneller. Okay, dann mache ich an der Stelle wirklich einen kleinen Cut, ja, ein bisschen früh. Und wir sehen uns dann bei einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy auch wieder. Und ich wünsche euch bis dann wie immer viel Spaß.